Lieber Thomas, ich weiß nicht, ob das der erste Brief ist, den ich schreibe. Ich kann mich natürlich nicht daran erinnern, ob ich vor dem Labyrinth welche geschrieben habe. Aber selbst wenn es nicht mein erster ist, ist es vermutlich mein letzter. Ich möchte, dass du weißt, dass ich keine Angst habe. Jedenfalls nicht vor dem Tod. Mehr vor dem Vergessen. Dass ich mich selbst an das Virus verliere, das macht mir Angst. Und deshalb sage ich jeden Abend laut ihre Namen. Albie, Winston, Chuck. Ich wiederhole sie immer und immer wieder, wie ein Gebet. Und dann fällt mir alles wieder ein. Zum Beispiel all die kleinen Dinge, wie die Sonnenstrahlen auf die Lichtung gefallen sind in diesem einen perfekten Moment, bevor die Sonne hinter den Mauern verschwand. Ich erinnere mich an den Geschmack des Eintopfs, den Bratpfanne gekocht hat. Hätte nie gedacht, dass mir das Zeug mal so sehr fehlen würde. Und ich erinnere mich an dich, als du das erste Mal im Käfig zu uns raufgekommen bist. Ein verängstigter kleiner Frischling, der sich nicht mal an seinen Namen erinnern konnte. Aber von dem Moment an, als du ins Labyrinth gerannt bist, wusste ich, dass ich dir überall hin folgen würde. Und das bin ich. Wie wir alle. Wenn ich alles noch einmal machen könnte, würde ich es tun und nicht das Geringste daran ändern. Und ich wünsche dir, dass du, wenn du in vielen Jahren auf das alles hier zurückblickst, dasselbe sagen kannst. Die Zukunft ist jetzt in deiner Hand, Tommy. Und ich weiß, du findest einen Weg und wirst das Richtige tun. So wie immer. Pass mir gut auf alle auf. Und pass auf dich selbst auf. Du hast es verdient, glücklich zu sein. Danke, dass du mein Freund bist. Mach's gut, Kumpel. Nils.